Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Patrick Grützki hadert mit dem Remis in Erlangen. Urheberrecht Getty Images. Die Rhein-Neckar-Löwen hadern mit dem Rückschlag beim HC Erlangen. Denn der Champions League-Platz ist in großer Gefahr. Patrick Grützki redet Klartext. Die Tabellenspitze ist außer Reichweite, der Champions League-Platz in großer Gefahr. Trainer Nikolai Jakobsen und seine Profis vom Handballspitzenclub Rhein-Neckar-Löwen ärgerten sich mächtig über den vermeidbaren Rückschlag beim HC Erlangen. Es ist sehr bitter, hier am Ende mit nur einem Punkt dazustehen, sagte Weltmeistercoach Jakobsen nach dem 11:45 abends Donnerstagabend. Wir schaffen es nicht, unsere Konzentration über das gesamte Spiel hochzuhalten. Sein Team hat als Tabellendritter nun 8 Minuspunkte, 36:8 auf dem Konto. Der noch immer verlustpunktfreie Spitzenreiter und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt 42:0 ist bereits enteilt. Löwen machen Jagd auf Kiel, doch der Blick der Löwen geht ohnehin eher auf den Tabellenzweiten THW Kiel 40:6, es sind 2 Punkte. Müssen weitermachen, jedes Spiel gewinnen und darauf hoffen, dass Kiel noch Punkte abgibt, sagte Nationalspieler Yannick Kohlbacher bei Sky zu den Chancen auf eine erneute Qualifikation für die Königsklasse. Am Ende ist dieses Unentschieden für unsere Ansprüche zu wenig, meinte Patrick Grützki. Weiter geht es für die Mannheimer am Samstag in der Champions League beim FC Barcelona. Dabei geht es für die Löwen zum Abschluss der Gruppenphase beim Top-Favoriten vor allem um das gute Gefühl. Ob es am Ende Platz 4 oder 5 der Gruppe A wird, spielt für den weiteren Verlauf wohl nicht die ganz große Rolle. Für Achtelfinale sind die Löwen qualifiziert. Trainer Jakobsen am Knie operiert, verkraften muss der Club in Katalonien nicht nur die Ausfälle von Steffen Veit, Hüfte, Jesper Nielsen, Leiste und Gudjon Valur Sigurdsson, Kniebeschwerden, auch Chefcoach Jakobsen fliegt nicht mit. Der Däne musste sich am Freitag einer Meniskusoperation unterziehen, betreut wird die Mannschaft vom sportlichen Leiter Oliver Rogisch.